sich auf eine Tour vorzubereiten? Weil ich bin jetzt gerade auch in dem Punkt, dass ich gesagt habe, so mit Terminal Choice waren wir halt letztes Mal unterwegs, ja, mit euch sozusagen. Und jetzt machen wir endlich wieder eine Terminal Choice Tour. Ja. Und nicht nur, dass man irgendwie so, also bei mir ist es jetzt so, dass ich nicht nur natürlich die neuen Songs muss man sich irgendwo aufdrücken, also die Musiker und ich auch. Aber ich habe jetzt echt schon überlegt, dass ich irgendwie mal anfangen müsste, in sowas wie ein Fitnessstudio zu gehen, damit ich Kondition kriege. Weil wenn du ein Album machst, du sitzt den ganzen Tag da monatelang ja oder über ein halbes Jahr sitzt du im Studio und machst ja gar nichts. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt irgendwie 14, 15 Tage am Stück durchziehe mit diesem ganzen, weißt du ja, was man da alles so machen muss, dass ich das überhaupt nicht packe. Machst du irgendwas, um dich da vorzubereiten? Ja, also ich gehe jeden Tag, nicht jeden Tag, sondern dreimal die Woche so joggen, stelle die Ernährung um, trinke keinen Alkohol, versuche möglichst wenig zu rauchen. Also das muss dann schon so 2 Monate vor der Tour auf jeden Fall sein, um einfach fit zu sein. Weil, ich meine, du weißt ja, wie es dann auch ist. Du bist im Club, da hast du ja... Man lebt ja nicht sehr gesund dann in diesen Tagen. Man muss ja, man kann ja sich nicht so selber entscheiden, genau was man dann essen will. Oder man raucht ja viel, man ist nervös und man bleibt abends länger auf. Und die Luft ist ja auch nie so gut. Und die Show dauert dann meistens 1,5 Stunden. Und man hat ja auch die Verantwortung gegenüber den Leuten, die dann extra kommen, dann auch eine coole Show zu machen. Und wenn da oben einer steht, dem irgendwie schon nach 5 Minuten die Luft ausgeht, das ist dann schon peinlich. Also daher denke ich mir auch, da muss man einfach mal irgendwie so fit sein. Also ich mache das vielleicht auch ein bisschen zu extrem. Aber ich brauche das auch selber für mich, damit ich dann jetzt nicht im Hinterkopf habe, wenn du dann einen Tag vor der Tour